Sicherheit der Kunden hat bei Postbus höchste Priorität. Um das zu gewährleisten, haben österreichweit über 3000 Lenker im Zuge der jährlichen Postbus-Lenkerweiterbildung an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen. Schlechte Witterungsverhältnisse oder unerwartete Situationen können die Lenker oft vor große Schwierigkeiten stellen. Um im Ernstfall dann richtig reagieren zu können, werden am Testgelände verschiedene Szenarios durchgeprobt. Für Postbus-Geschäftsführerin Silvia Kauper-Götzl ist das Fahrsicherheitstraining ein besonders wichtiger Bestandteil des Lenkerweiterbildungsprogramms. Das Fahrsicherheitstraining ist für uns ein ganz besonders wichtiges Training, weil es der Sicherheit unserer Lenker und Lenkerinnen dient und damit letztlich natürlich auch der Sicherheit unserer Fahrgäste. Bei diesem Fahrsicherheitstraining lernen unsere Lenkerinnen und Lenker, wie man Gefahrensituationen rechtzeitig erkennt und damit dann auch richtig umgeht und richtig reagiert. Doch nicht nur das. Da sich die Lenker bei den verschiedenen Trainings abwechseln, sollen sie auch ein Gefühl dafür bekommen, wie sich bestimmte Fahrmanöver aus der Sicht des Fahrgasts anfühlen. Das Feedback an den jeweiligen Fahrer folgt unmittelbar. Neben dem praktischen Teil gibt es zuvor aber auch einen theoretischen Teil. Hier werden die Grundlagen der Fahrphysik in kompakter Form gelehrt. Doch das Hauptaugenmerk des Trainings liegt hauptsächlich darauf, den Bus und seinen Lenker in verschiedene Grenzbereiche zu bringen, um dann im Alltag richtig zu reagieren.